Resident Evil Revelations 2. Resident Evil. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Redbeard. Und heute starten wir das Let's Play von Resident Evil Revelations 2. Speichern beendet. Okay, das heißt, wenn dieses Symbol kommt, wird es automatisch speichern. Checkpoint. Oh ja. Helligkeit. So, dann wollen wir mal. Okay, das dürfte nicht sichtbar sein. Nicht sichtbar, kaum sichtbar, klar sichtbar. Okay, bei mir hätten wir das. Wie sieht es bei euch aus? Muss ich mal kurz auf meinen anderen Bildschirm spiegeln. Das heißt, ich müsste es quasi so lassen. So, ja, weil sonst sieht ihr nämlich gar nichts mehr. Okay, dann lassen wir das mal so. Okay, ich muss was beichten. Ich habe mal kurz in diesen, nun den Anfangstrailer reingespickelt und muss euch sagen, mir gefällt die deutsche Synchronisation mal gar nicht. Deswegen habe ich mich entschieden, das ganze Spiel auf mit englischer Sprachausgabe zu spielen. So, aber sonst die Anzeigesprache bleibt Deutsch, Sprachausgabe natürlich Englisch, Untertitel ein, damit wir auch was verstehen. Und würde ich sagen, starten wir mal. Inhalt zum Herunterladen wird überprüft. Ja, gut. Sieht aus, als ob wir vielleicht was runterladen könnten. Ja. Gut, ein neues Kompatibilitätspaket ist verfügbar. Möchten Sie es herunterladen? Jetzt nicht. Write-Modus wollen wir jetzt nicht spielen. Okay. Einstellungen. Start oder Coop-Spiel. Ein Zweispieler kooperativ via getrennte Bildschirm spielen. Nee, da wir das alleine spielen, würde ich jetzt einfach mal sagen, starten wir das Spiel ganz normal. Okay, eine ordentliche Herausforderung. Oder eine leichte Herausforderung. Oh, überleben. Verlangt ihren vollen Einsatz. Ich würde sagen, wir nehmen die goldene Mitte und spielen das natürlich auf normal. Ein bisschen Herausforderung soll natürlich schon dahinter stecken. Wir wollen, dass ich jetzt nicht einfach so durchrennen. Okay, Episode 1. In der Strafkolonie. Furcht vor der Nacht, Furcht vor der Nichtnacht. Franz Kafka. Tolles Zitat. Bioterror. The world lives with it. You live with it. Viruses are stolen, re-engineered, misused with tragic results. And who are you supposed to trust? Politicians who sell their souls for a few votes? CEOs who betray consumers for a quick buck? Count on us instead. We're above the politics, always watching, always ready to face the threat head on. We are the unflinching mob that sops up the evils of bioterrorism and chemical warfare. They call us Terror Save. Because terror doesn't have to end with arrest. Hey guys. Redfield. Oh, hi Claire. Hey, Claire! Moira. Welcome to the club. Reporting for duty, Ms. Redfield. When do the hazing start? Cut it out. We've been friends for how long? Long enough that I'm allowed to give you shit. Psst. Claire, could you, What's up, Neil? Something's going down in Washington. Did you hear anything? What, the new virus? Come on. You know Tricella's history, right? Hello? Hey, that Barry Burton's girl? Yep, Moira started today. But you've got to be careful if you're gonna mention her and her dad? Oh yeah. Emotional minefield. Okay. You did your homework. What other horrible invasions of privacy have you gotten there? Hey, I gotta look out for TerraSafe.
We have our enemies. Anyway, good luck breaking her in. She's not a horse. Bye. Uh-oh. What'd he do this time? Fucking Barry. Every time I ask him anything, he pushes back. I wouldn't even be here if I listened. Oh, Licht aus. Sieht so aus, als ob die Party gecrashed wird. Überraschung. Scheint so, als ob wir irgendwie unter Drogen gesetzt worden sind. Late. Braucht ein bisschen lang zum Laden. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, ich habe mich entschieden für die englische Sprachausgabe, weil sich das auch ein bisschen authentischer anhört. Und ich scheine, glaube ich, weiterzugehen in den Wiederladen. Oder doch, ja. Wir werden beobachtet. Kein Schatten. Okay. L bewegen. Scheint so, als ob wir gleich in Aktion treten dürfen. Mit der R-Taste können wir die Kamera bewegen. Okay, diese Steuerung kennen wir. Oh, scheint so, als ob wir mit beiden Sticks arbeiten müssten. Okay. Dann wollen wir uns mal hier umsehen, ob es hier was Interessantes gibt. Den anderen Zellen. Scheint eine wilde Party gewesen zu sein gestern Nacht. Alles zertrümmert worden. Wilde Party. Oh, ich kann doch schneller rein. Liegt doch was. Is that Moira? Okay, scheint so, als ob wir Moira gefunden hätten. Ah, hier können wir rennen. Mit der X-Taste gedrückt halten. Laufen und die X-Taste gedrückt halten, dann rennt man. Oh, hier. Don't worry. I'm gonna get you out of there right now. Okay, ich hol dich raus. X-Taste. Are you okay? Do they hurt you? In a moist barrel of fuzz. Oh, Claire, I just want to go home. It's okay. We're gonna get out of here. Okay. Unsere erste Mission: fliehen Sie aus der Anlage. None of this makes any sense. What did we do? Wish I could tell you. Und ich erst. So, können wir vielleicht irgendwo rein? Hier? Ne, scheint wohl alles verschlossen zu sein. Okay. Rennen können wir immer. Okay, das ist schon mal gut. Ist also nicht nur momentbedingt, das heißt, wir können immer rennen. Boah, shit. This is so messed up. What do you think this place was? Scheint so, als ob es hier eine SM-Party gegeben hätte. Bärslinge. Ui. Boah. Was sich gerade bewegt. Noch ein Stück runtergekommen. Ja, nichts Wildes. Na, mit der X-Taste können wir auch noch springen. So, diese Mara folgt uns. Ich hoffe, das wird nicht so wie beim Resident Evil 2, dass wir wieder zurücklaufen müssen, weil die nicht hinterherkommt.
Wisst ihr noch, mit dieser Sherry aus dem zweiten Teil? Oh, okay. Bloß nicht nach unten schauen. Bloß nicht nach unten schauen. Ist geschafft, Claire. Super. Und? Okay, Mara kommt. Sieht so aus, als müssten wir nicht großartig darauf achten, ob sie kommt oder nicht. Okay. Welche Seite? Wir müssen mal hier erstmal. Okay, hier geht's nicht weiter. Scheint wohl, als müssten wir hier entlang. Nee. Ach, hier. Did you hear that? War doch was. Is there someone else in here? Hier scheint wohl nicht zu sein. Okay. Gibt es mehrere Optionen? Oh. This could come in handy. Guess I'm on night duty. Sehr gut. Hiebangriff mit R2. Ah, okay. Okay, die scheinen wohl nicht kaputt zu gehen. Okay, die sind auch aus Metall. Irgendwas aus Holz. Oh shit. Blut, das kann nichts Gutes bedeuten. Oh. What the fuck? Natürlich wird alles wieder verschleiert, damit wir nicht wissen, wer oder was hier drunter liegt. Oh ja, klar. Ich bin schon neugierig. Ich werde schon mal einen Blick drauf werfen. Ein Hiebangriff. Ah. Nicht schlecht. Okay, dieser Punkt bedeutet wohl Checkpoint. So, dann wollen wir mal. Ah, hier liegt was. Regel für die Überwachung von Testpersonen. Die Teilnehmer an den Experimenten müssen stets die folgenden Regeln einhalten. Tipp, Testpersonen müssen 24 Stunden am Tag überwacht werden. Überwachen Sie die Sensoren und achten Sie auf Änderungen. Notieren Sie alle 10 Minuten den aktuellen Status. Entsorgen Sie sofort alle Testpersonen, die Anzeichen von Abnormalität anzeigen. Gut, geht es weiter? Nee. Ah. Sieht so aus, als ob man die Datei nicht mitnimmt, so wie bei den anderen Resident Evil Teilen, sondern sie immer wieder an der gleichen, also liegen bleibt. Und vielleicht kann man sie dann irgendwie im Archiv wieder nachlesen. Müssen wir später mal schauen. X. Oho, Pistolenmunition. Was soll ich mit der machen? Ohne Bumme. Hier mit diesem Pad können wir wohl den Bildschirm öffnen. So, das heißt, hier haben 2, 4, 6, 8, 10. Oh, und sie hat nur 5, die Moira. Das heißt, wir haben 15 Slots frei. Was können wir noch geben? Ah, geben. Ah, hier können wir rum switchen. Können wir doch ein bisschen so von Resident Evil Zero noch. Aber Moira, tut mir leid, die Munition gibt es so wie mir. Ich glaube, ich habe sie dringender nötig oder beziehungsweise jetzt ist keiner nötig. Aber ich nehme die mal. Wegwerfen könnten wir die. Auswahl, was ist dann? Übergeben oder wegwerfen? Okay, nee. Und schließen mit Kreis. Dann werden wir doch mal schließen. Gut, wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Oh, Blutspuren. Super. Das war schon ein Grund, warum ich nicht mehr weiterlaufen würde. Und hier ist noch mehr Blut. Oh, shit. Geht's ja weiter mit Blut. Okay, ganz sachte. Oh, toll. I think we can squeeze under this. Zum Glück ist dieser Gang hier nicht unheimlich. Go! Teamarbeit. Okay. L3 drücken, um in die Hocke. Gut.
Vorsicht, bleib zurück. Mit der L-Taste können wir dieses Objekt verschieben. Was war das? Boah, shit! Dummes Stück. Boah! Hiebangriff, Hiebangriff. Schnell, hey! Boah! Oh mein Gott! Boah! Hey! War das scheiße knapp, hey! Was war denn das, hey? That was close. Ja, schieben wir mal, warum? Ich bleibe doch hier, verbarrikadieren uns und. Hey, nee. Ich hab schon keinen Bock mehr weiterzulaufen. Echt? Toll, und wenn ich jetzt. Komme ich vielleicht irgendwie auch hier hinten ran, um zu schauen? Nee, wohl nicht. Okay. Oh, shit, shit. Hey, zum Glück rennt er von mir weg, Mann. Hey, ich lauf gerade einem Viech hinterher und ich bin nur bewaffnet mit einem Messer, Mann. Scheiße, bin ich lebensmüde. Echt. Mal schauen, ob es hier nicht irgendwas gibt. Anscheinend doch nicht. Ist hier vielleicht was? Irgendwie stimmt was hier nicht mit meiner Kamera. Und zwar sind die immer wieder so wie so Blutschlieren am Bildschirm. Alles voll zugeschmiert mit Blut. Hat das wohl vielleicht was mit meiner Energie zu tun? Heißt das, ich bin kurz vorm Ende oder? Ah, hier. Ist was? Und? Was war da drin? Nichts. Kann man auch nochmal öffnen? Ah, grünes Kraut. R1 gedrückt halten, um grünes Kraut zu benutzen. Muss ich das benutzen? Drücken wir mal R1. Oh, das müssen wir jetzt lang gedrückt halten. So, jetzt sind auch diese Schlieren auch weg. Das heißt, ich war wohl angeschlagen oder kurz vor Lebensende. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es mit meiner Energie nicht so gut. Aber die Frage ist, wie viel Energie hatte ich und wie viel Energie wurde jetzt geheilt? Das weiß ich leider nicht. Gut, liegt hier was? Nein. Okay. Es ist dunkel hier. Moira, Licht bitte. Immer schön hinter mir bleiben, Moira. Oh shit. Es wird immer unheimlicher hier. Hocken. Ah. Wir müssen gar nicht drauf gedrückt bleiben auf die L3-Taste, sondern einmal drücken, L3, hocke, einmal wieder drücken, dann stehen wir wieder ganz normal. Auch gut zu wissen. Okay. Wo bin ich? Moira, Licht bitte. Danke. So, hier scheint es auch nichts zu geben. Okay, ich bin bewaffnet mit einem Messer. Und 5 Pistolenschüsse ohne Pistole. Und renne irgend so einen zombieartigen Viech hinterher. Oh toll, Teamarbeit. Team ist die Abkürzung für toll, ein anderer macht's. Okay. Oh shit, hey, hey, bleib auf dem Leib. Ist doch ein Zombie, oder? Did you know her? Yeah. She's with TerraSave. Why would anyone do this? Okay, es war wohl eine Kollegin von uns. Da. Sicher ist sicher. Nee, ich glaube nicht mehr. Okay. I can hear so. Ich kann den Wind draußen hören, das muss. Aha, wir müssen irgendwie da durch. Experimentierblockschlüssel. So, erste Hindernis im ganzen Spiel. Suchen wir wahrscheinlich den Schlüssel, oder?